Schönen guten Abend allen Webinar-Teilnehmer. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die Einleitung überhaupt, ob Sie die Einleitung gehört haben. Ich vermute nämlich eher nicht. Deswegen nochmal ein herzliches Willkommen zu dem heutigen Webinar. Und das Thema betrifft Ishimoku. Und zwar geht es darum, erfolgreich mit dem Indikator traden und handeln. Das Webinar wird geleitet von dem Herrn, von dem Entwickler des Forex-Screeners, dem Herrn Manuel Lücke. Bevor wir in eigener Sache starten, haben wir die Risikohinweise nochmal. Das bedeutet, wir sprechen keine Handelsempfehlungen aus. Die Meinung des Referenten ist nicht, ja, es entspricht nicht unbedingt der von FX Flat. Und sehen Sie das Webinar bitte nicht als Handelsempfehlung. Ja, einen zweiten Gruß. Ich höre dich gut, alles klar. Vielen Dank. Ja, ich übergebe an Manuel zum zweiten Mal heute, aber ich denke, jetzt haben wir es. Doppelt hält besser. Ja. Okay, dann sollte man meinen Bildschirm jetzt wieder sehen. Jawohl. Perfekt. Dann geht's los. Und von mir aus auch nochmal ein herzliches Hallo in die Runde. Freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ja, wie der Wolfgang schon gesagt hat, heute haben wir ein interessantes Thema, und zwar geht es heute um den Ichimoku-Indikator bzw. das Ichimoku-Indikatoren-System im Zusammenhang mit dem Forex-Screener. Das heißt, der Indikator alleine, der ist schon ziemlich mächtig. Wir werden dort einmal hinter die Kulissen gucken und den Indikator komplett verstehen mit den ganzen einzelnen Komponenten und werden im zweiten Schritt immer mal schauen, wie wir den Forex-Screener nutzen können, um quasi Trading-Situationen damit zu finden im Markt. Und das werden wir uns alles mal ja, zusammen anschauen in der nächsten Stunde. So sieht die Agenda für heute aus. Wir werden erstmal allgemein so ein bisschen auf den Ichimoku schauen, uns ein allgemeines Bild machen, bevor wir dann in die Details gehen, die einzelnen Komponenten. Und wir schauen uns das Ganze natürlich auch im MetaTrader an. Wir werden schauen, wie wir den Indikator anwenden können und auch, wie wir das Ganze mit dem Forex-Screener quasi so nutzen können, dass sich das alleine im MetaTrader öffnen wird, je nachdem, was wir für Szenarien finden werden. Okay, bevor wir einsteigen, noch eine kurze Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren an der Börse aktiv und bin quasi über das Thema Informatik eingestiegen, weil ich damals ja auf Glück sozusagen in einer Vermögensverwaltung angefangen habe als Entwickler. Da habe ich quasi als Hauptaufgabe Handelssysteme entwickelt. Also das lief immer so ab, dass Trader, Vollzeittrader angekommen sind und ihre Konzepte geäußert haben, wie sie sich vorstellen, wie ein Handelssystem, was es für Regeln haben soll, Einstiegsregelungen, auch natürlich Risikomanagementregeln. Und dann habe ich das Ganze entwickelt, umgesetzt. Dann konnte man eben das System, also die Idee, backtesten, wenn man historische Daten hatte. So spart man sich natürlich eine Menge Zeit, indem man einfach nicht seine Idee probiert und dann merkt man nach einem Jahr, so ein gutes Ergebnis ist da nicht rausgekommen. Das ist eben der riesige Vorteil bei der Entwicklung von automatischen Handelssystemen. Und ja, dementsprechend gibt es heutzutage auch eine kleine Agentur in der Richtung von uns. Das Ganze nennt sich Top Trading Software. Zu erreichen unter der URL top-trading-software.de. Und da können Sie nicht nur Handelssysteme sich entwickeln lassen von uns, sondern sogar auch darüber hinaus alles, was Sie quasi für Ihren Trading-Alltag brauchen. Also wenn es beispielsweise Indikatoren sind, die jetzt von einem Handelssystem genutzt werden sollen oder eben nur für den manuellen Handel genutzt werden sollen, oder auch Überwachungssysteme, womit Sie mehrere Konten tracken können und schauen können, dass alle ja, einen guten Status haben sozusagen oder sich Kennzahlen ausgeben lassen,
wollen, die Sie benötigen, dann können wir das gerne für Sie entwickeln. Wir sind quasi komplett individuell aufgestellt und passen uns dann an die Bedürfnisse an. Das zweite Projekt, darum geht es heute, der Forex-Screener. Es ist ein Screening-Tool, das heißt, man kann Kriterien in diese Software hineingeben und erhält dann eben Ergebnisse in Form von Handelsinstrumenten, die diese Kriterien erfüllen. Und im besten Falle kann man sich das dann im MetaTrader automatisch öffnen lassen und sofort traden lassen, nachdem man das Ganze eben sich angeschaut hat, ob das Setup eben für einen passt oder auch nicht passt. Und ja, das werden wir uns heute mal anschauen im Zusammenhang mit dem Ichimoku-Indikator. Ich habe hier mal ein Bild vorbereitet, wo man quasi den Indikator sehen kann. Und der Ichimoku-Indikator, der ist eben sehr komplex. Deswegen ist das Bild oder generell der erste Blick auf den Indikator auch ein bisschen sehr chaotisch. So, er hat viele Funktionen und ich würde mal sagen, vielleicht gucken wir uns das sogar lieber mal im MetaTrader an. Da ist das Ganze nochmal besser dargestellt. Und zwar haben wir jetzt den Chart offen mit den GBP-Cut. Und als einzigen Indikator haben wir quasi den Ichimoku-Indikator abgebildet. Und man sieht jetzt schon, da gibt es eben relativ viele Linien. Wir haben hier insgesamt fünf Komponenten, die dieses Indikatorensystem umfasst. Und wir wollen uns alle mal im Detail anschauen. Den Ichimoku-Indikator, der ist nativ im MetaTrader integriert. Das heißt, wer den mal für sich öffnen möchte im Chart, der kann einfach in dem Navigatorenfenster unter Indikatoren findet man in dem Ordner Tendenz diesen Ichimoku-Indikator und kann den einfach per Doppelklick oder in den Chart hineinziehen. Dann wird sich das Ganze einmal öffnen, beziehungsweise wird sich erstmal ein Fenster öffnen, wo man das Ganze noch konfigurieren kann. Verschiedene Parameter, die kann man auch auf den Standardwerten lassen. Und wenn man das Ganze dann bestätigt hat, dann sollte das Chartbild eben so aussehen. Und ja, jetzt ist erstmal die große Frage, ne, warum sollte man sich mit diesem Indikatorensystem überhaupt befassen? Also was habe ich davon für Vorteile? Wie hilft mir das Ganze im Markt? Wie kann ich damit profitieren? Und die, ja, ich sag mal, den größten Benefit sieht man eigentlich in diesem Abschnitt, also auf der rechten Seite des Charts. Dort sieht man eben, wie der Markt bzw. der Kursverlauf schön in einem Trend sich befindet. Und das ist ja auch der Traum, sage ich mal, schön einsteigen in einem Trend und am besten bis zum Ende hin mitnehmen, bzw. wenn man den Ursprung des Trends verpasst hat, vielleicht zwischendurch nochmal einzusteigen. Und hier gibt es eben verschiedene Aspekte, wie uns der Ichimoku-Indikator dafür helfen kann. Wir haben hier beispielsweise zwei verschiedene Linien, einmal diese rote Linie und einmal diese blaue Linie. Das sind zwei, man könnte sagen, Signallinien und die funktionieren so ähnlich wie der SMA, also der Moving Average. Nur dass die Berechnung dahinter nochmal anders ist. Die Berechnung schauen wir uns dann gleich nochmal an. Aber wie das Ganze funktioniert, eine Indikation, und es ist eben nicht die Indikation, wo man die alleinige Handelsentscheidung treffen soll, aber eine Indikation ist eben das Kreuzen der Linien. Die rote Linie ist schneller als die blaue Linie und dementsprechend ähnlich wie beim Moving Average hat man diesen Effekt, dass beim Kreuzung oder bei der Kreuzung das ein Signal ist für einen Einstieg in die Kreuzrichtung sozusagen, ne? Kommt die rote Linie von unten nach oben, würde das quasi heißen, wir würden Richtung Long einsteigen können, wenn der Rest dann auch stimmt. Und der Rest bezieht sich eben auf das komplette System des Ichimokus. So. Und was ist mit dem Rest noch gemeint?
Wir haben ja hier neben der roten und der blauen Linie, haben wir eben auch noch diese grüne Linie und als letzte Komponente die sogenannte Wolke oder auch Kumo genannt. Und ich glaube, das ist das, was von dem Ichimoku-Indikator am bekanntesten ist. Das ist eben diese Wolke. Und die hat eben zwei Farben, je nachdem, was sie uns damit signalisieren möchte. Hat sie entweder die orangene Farbe, um zu sagen, wir sind jetzt gerade eher aufwärts gerichtet, unsere Marktphase, oder in dem Falle ist es lila in diesem Abschnitt, wo das heißt, wir sind jetzt eigentlich eher abwärts gerichtet. So. Und wenn wir jetzt uns den Ichimoku-Indikator mal angucken als Komposition von allen Komponenten, dann haben wir eben nicht nur diese Signalgebung, sondern wir haben eben auch beispielsweise eine Filterung des Marktes mit drinne. Und das ist jetzt, also die Wolke an sich, kann man als Filter schon so sehen, da uns quasi die Wolke mitteilt, wir sollten in so einer Marktphase eher Einstiege nach der Long-Richtung suchen und eben nicht nach der Short-Richtung. So, das heißt quasi, wer mit dem Indikator arbeitet, der würde in der ganzen Phase von hier bis hier drüben nicht Richtung Short einsteigen, sondern immer wieder nach Richtung Long die Augen offen halten. Und ob man das jetzt alleinig macht mit der Kreuzung der Linien oder ob man sich dafür vielleicht auch noch andere Indikatoren hinzuzieht, das ist jedem selber überlassen. Aber ja, es gibt Leute, die haben Erfolg alleinig mit diesem Indikator. Und das ist eben so die sogenannte Filterperspektive, die der Indikator mit hineinbringt. Und wir haben neben der Filterung, neben der Signalgebung, haben wir auch noch ein Support- und Widerstandssystem, was der Indikator uns indiziert. Und zwar gibt es das in zweierlei Hinsicht. Das eine ist sozusagen, wir haben jedes Mal, wenn der Kurs in die Wolke hineinläuft und sich ja quasi schon in so einem trendigen Abschnitt befindet, dann wird die Wolke auch als Resistance angesehen. Also, dass der Kurs Probleme hat oder es härter hat, dort einfach durchzustoßen. Dafür ist diese Wolke eben auch da. Und das kann man dann auch als Wiedereinstiegspunkt in den Trend nutzen, sozusagen. Ja. Könnte man natürlich auch weitere Hilfsmittel sich hinzunehmen. Beispielsweise, wenn man sich mal die Fibonacci-Retracements nimmt. Und wir haben jetzt den Verlauf von unserem letzten Anstieg, der von hier unten bis hier oben geht. Und sehen jetzt, der Kurs fällt in die Wolke hinein. Könnte man sich als zusätzliches Instrument noch die Fibonacci Retracement Levels holen. Und dann sieht man eben, dass bei dem 38er Level beispielsweise sich das überschneidet mit dem Eintritt in die Wolke und sozusagen hätte man einen doppelten Widerstand oder eben eine weitere Bestätigung, die uns die Entscheidung in Richtung Long verstärkt. So. Okay. Das soll erstmal ein allgemeiner Einblick gewesen sein in den Indikator und wir würden uns die einzelnen Komponenten nochmal jetzt im Detail angucken, um zu wissen, wie sie berechnet werden. Auch, ja, ich sag mal, damit man auch mal mitbekommt, dass es gar nicht so viel Magic ist, die da drinne steckt, sondern eigentlich simple Mathematik. Und es kommen eben meistens keine Daten hinzu, außer die sowieso schon da sind. Und was wir auf dem Chart sowieso immer haben, sind die Open, High, Low, Close Kurse der Kerzen und darauf basieren so gut wie alle Indikatoren, könnte man sagen. Und das schauen wir uns einmal an. Auf den Folien. Jetzt haben wir den Tenkan Sen. Das ist jetzt der
beziehungsweise die rote Linie in unserem Indikatorensystem und die wird relativ simpel berechnet. Und zwar, wenn man sich einfach einen Wert rausnimmt oder eine Stelle nimmt von diesem Tenkan-Sen-Wert und dann kann man sich fragen, wie er an dieser Stelle berechnet wird. Die Formel ist sehr simpel. Wir nehmen uns einfach die letzten 9 Perioden, die letzten 9 Kerzen und gucken innerhalb dieser Range, wo ist das höchste Hoch, das wir gebildet haben und wo ist das tiefste Tief. Und damit meine ich nicht, dass die jetzt in der gleichen Kerze auftauchen können müssen, sondern es kann eben die letzte Kerze kann es höchste Hoch uns geben und irgendeine Kerze innerhalb der letzten 9 Perioden gibt uns das tiefste Tief. Und dann nehmen wir davon den Mittelwert, das heißt, beide Werte addieren wir, rechnen durch 2 und das ist unser Tenkan-Sen-Wert. Das können wir uns auch nochmal kurz im MetaTrader ansehen. Und zwar, wenn wir uns beispielsweise den Wert an dieser Stelle, ich bin jetzt mit der Maus genau drauf, auf der roten Linie und gehe jetzt 9 Kerzen zurück. Jetzt müsste man quasi diesen kleinen Abschnitt, der jetzt markiert ist mit den 2 vertikalen schwarzen Linien, da findet man das höchste Hoch ist hier oben einmal und das tiefste Tief ist hier unten einmal und dann hat man eben genau den Mittelwert in der Mitte. So. Und das ist die Magie, die quasi dahinter steckt, beziehungsweise die einfache Mathematik, wie sich dieser Wert berechnen lässt. Dieser Tenkan-Sen-Wert oder die Linie an sich, hatte ich ja schon gesagt, dass das Kreuzen eine Art Signalgebung ist, wenn sie eben auch im Einklang mit dem Rest des Indikatorensystems steht. Und man kann als Fakt eben noch sagen zur der Tenkan-Sen-Linie, dass Trader eben darauf achten, ob die Linie in eine Richtung zeigt. Also ob sie jetzt quasi nach oben geht, weil sie den kurzfristigen Preisverlauf widerspiegelt. Und wenn sie eben nach oben zeigt, dann ist es ein Signal für uns oder bestätigt eben die Long-Richtung für uns. So, dann kommen wir zur zweiten Linie. Das ist die Kijun-Sen-Linie. Und die berechnet sich sehr ähnlich wie der Tenkan-Sen, und zwar gleiche Formel, allerdings nutzen wir die letzten 26 Perioden. Das heißt, wir gucken nicht nur 9 Kerzen zurück, sondern insgesamt 26 Kerzen und nehmen uns dann den Mittelwert von dem höchsten Hoch, was wir in dieser Range haben und das tiefste Tief. Und dann dort genau in der Mitte befindet sich dann eben die Kijun-Sen-Linie beziehungsweise der Wert. So, also gleiches Spielchen, man nimmt die Stelle, guckt 26 Kerzen zurück und dann findet man eben das tiefste Tief, das höchste Hoch hier und dann ist genau in der Mitte an dieser Stelle die Linie. Okay, soweit so gut. Die nächste Komponente von diesen 5 Komponenten ist die sogenannte Shiku-Span-Linie. Das ist im MetaTrader die grüne Linie, die hier angezeigt wird. Das ist, ich glaube, die simpelste Linie, kann man so sagen, weil hier wurde einfach der aktuelle Schlusskurswert der Kerze, der wird sich genommen und dann wird der 26 Kerzen in die Vergangenheit projiziert. Also einfach, man könnte sagen, diese Linie ist ein Verlauf von den Schlusskursen und das Ganze ist um 26 Kerzen verschoben nach links. Deswegen sieht man eben bei dieser grünen Linie, die endet an dieser Stelle und die geht nicht weiter. Also unsere aktuellste Kerze oder die letzten 26 aktuellsten Kerzen haben eben keine Shiku-Span-Linie, weil wir ja 26 Kerzen Vorlauf brauchen, damit es dann
in die Vergangenheit gezeigt wird. Jetzt könnte man sich fragen, okay, warum sollte man es tun? Also wofür nutzen wir das jetzt? Und der Sinn dahinter ist der, das Ganze soll als Filter fungieren. Ichimoku-Trader gucken quasi darauf, ob die Shiku-Span-Linie immer noch über der Kumo liegt, also über dieser Wolke. Die Kumo gucken wir uns gleich noch an. Aber hier ist quasi einfach die Bestätigung für uns, liegt die Shiku-Span-Linie über der Wolke, dann heißt es für uns, okay, Long-Bestätigung. So, ne? Und wir sammeln quasi einfach reine Long-Bestätigungen, um die Long-Trade-Entscheidung zu treffen. So. Man sieht hier auch in dem Verlauf quasi von dieser schönen Trendphase, dass die Shiku-Span-Linie permanent über der Wolke liegt. Das heißt quasi, hier hätte man, wenn man auf diese Indikation geachtet hätte, hätte man nichts falsch gemacht. Hier im linken Abschnitt, wo wir eher so einen Seitwärtsmarkt haben, sieht man eben, hier ist die Shiku-Span-Linie mal unter der Kumo und mal kommt sie auch mal drüber, aber die ist hier nicht eindeutig im Einklang, sondern mal drüber, mal drunter. Und so kann man eben auch herausfiltern, dass man gerade in keiner eindeutigen Marktphase ist, also kein Longmarkt und kein Shortmarkt und sich dann entsprechend vielleicht raushält, wenn man den Trend eben handeln möchte. So. Dann kommen wir zur letzten Komponente, die Kumo, die Wolke, und die ist auch nochmal in zwei Linien aufgeteilt. Und zwar haben wir bei der Wolke eine Oberseite und eine Unterseite. Und die Oberseite, man kann sehen, die läuft eben nicht synchron zur Unterseite. Es liegt einfach daran, dass die beiden Linien verschieden berechnet werden und dann einfach die Differenz dazwischen, also die Fläche, die dazwischen liegt, wird einfach markiert und als Einheit genutzt sozusagen. Und wir gucken uns hier erstmal die obere Linie an, die sogenannte Senku-A-Linie. Und diese Linie, die ist quasi immer oben, wenn die Wolke orange ist, und die Linie ist unten, wenn in diesem Beispiel die Wolke lila ist. Und hier haben wir nochmal eine neue Formel, die hinzukommt. Die ist aber auch nicht sehr schwer. Und zwar schauen wir auf den Tenkan-Sen und den Kijo-Sen, das heißt die rote und die blaue Linie bei uns im MetaTrader, also die ersten beiden Komponenten aus dem Ichimoku-Indikatorensystem, und schauen das Ganze einfach 26 Kerzen zurück. Und dann nehmen wir davon den Mittelwert. Also wir haben hier quasi im MetaTrader auch eine Prognose von der Wolke mit drinnen. Und wenn wir jetzt den letzten Wert nehmen, also der Senku A, der liegt jetzt quasi genau hier an dieser Stelle. Und jetzt kann man sich fragen, wie wird das Ganze berechnet? Wir gehen von dieser Stelle aus 26 Kerzen zurück. Und hier sieht man eben, ist genau hier, sieht man 26 Bars, und hier haben wir eben den Punkt erreicht, wo die rote und die blaue Linie, die überlappen sich hier gerade, also die sind sehr zusammen, aber es ist im Endeffekt einfach der Mittelwert. So. Und das Ganze können wir auch nochmal proven, indem wir uns hier beispielsweise einfach die Mitte nehmen, an dieser Stelle, und dann gehen wir 26 Kerzen nach vorne. Und dann kommt man hier genau auf die Oberkante von der Kumo. Also so berechnet sich quasi die eine Seite der Wolke, hat entsprechend auch noch einen Prognosecharakter mit dabei, könnte man sagen. Und die letzte Komponente, die Gegenseite der Wolke, die sogenannte Senku B, ist auch nochmal easy zu berechnen, weil es sich die gleiche Formel nimmt wie für die ersten beiden Linien, die wir hatten. Wir nehmen wieder
das höchste Hoch und das tiefste Tief aus den letzten 52 Kerzen. Also relativ langfristig wird hier zurückgeguckt und dann eben der Mittelwert aus diesen beiden Werten genommen. Das heißt quasi, wenn wir jetzt, nehmen wir mal diese Stelle, die Unterseite der Wolke, Senkung B, gehen 52 Kerzen zurück und dann sieht man eben, das tiefste Tief liegt hier unten und das höchste Hoch liegt hier oben und dann sollte eben das, ja, das, der Wert dementsprechend in der Mitte liegen. So, dann hat man die beiden Linien und so wird dann einfach nur noch in der Mitte verbunden. So berechnen sich quasi die einzelnen Werte und ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Jetzt, wo wir alle Komponenten kennengelernt haben von dem Ichimoku, schauen wir uns das Ganze mal im Screener an, damit wir einmal herausfinden können, wie wir den Screener nutzen können, um unsere Ichimoku-Kriterien einzugeben und entsprechende Marktsituationen zu finden. Also wir sind in dem Screener, dem Forex-Screener. Und wir haben hier immer Sektionen, wo wir bestimmte Filtergruppen finden. So, hier haben wir extra die Ichimoku-Filter-Sektion und hier haben wir drei Gruppen und ein Einzelfilter. Und ich würde hier mal kurz auf die Filter eingehen und erklären, was man damit erreichen kann. Also, wir haben ja einmal einen Filter, in dem wir quasi sagen können, ob der Tenkan Sen über dem Kijun Sen liegt. Das heißt quasi, wir könnten einmal sagen, wir suchen jetzt eine Long-Richtung und der schnellere oder die schnellere Linie soll über der langsameren Linie liegen. Und das Ganze möchte ich gerne suchen auf den Major Forex-Paaren und den Minor Forex-Paaren und dort aber gerne nur im Zeitintervall H1. Und dann haben wir hier schon ein Ergebnis oder mehrere Ergebnisse, aber ich wähle jetzt einfach mal den Euro-Neuseeland-Dollar aus, klicke einmal drauf und dann sollte sich das Ganze öffnen im Forex-Screener. Und wie man sieht, haben wir jetzt eben genau dieses Szenario, dass diese Linie über der blauen Linie liegt. So, das ist nämlich auch eine Indikation dafür, als Filter sozusagen für die Long-Richtung. Und in diesem Falle, also das als alleinige Trade-Entscheidung ist natürlich nicht genug, sondern wir könnten jetzt eben darauf warten, in so ein Szenario, dass der Kurs weiter runterkommt zu entweder einem Widerstand oder dass vielleicht die schnellere Linie nochmal unter die langsamere geht. Und bei der nächsten Kreuzung, also wenn sie dann wieder von unten nach oben kommt, unseren Einstieg absolvieren. Das wäre eine Möglichkeit, wie man das Ganze nutzen könnte. Und wir gehen hier natürlich aber erstmal noch weiter auf die einzelnen Filter drauf ein. Wir haben hier Distanzfilter zu den einzelnen Komponenten. Das heißt, wer aufgepasst hat, der hat auch rausgehört, dass der Kijun Sen quasi die langsamere Linie, also die blaue Linie, auch als Widerstand gilt. Und wenn wir jetzt den Fall haben, dass wir den Tenkan Sen über den Kijun Sen haben und wir wollen jetzt einen Widerstandshandel oder ein Widerstandssetup uns heraussuchen, dann möchten wir, dass der Kurs gerade beispielsweise an dem Kijun Sen liegt, also im besten Falle ihn gerade berührt oder in unmittelbarer Nähe sich befindet. Und dann können wir das Ganze einmal auswählen, indem wir sagen, die Distanz soll eben sehr gering sein, der Kurs soll entsprechend dicht dran sein und
Dann wird das Ganze hier einmal herausgesucht vom Forex-Screener. Wir haben zwei Ergebnisse gefunden und können natürlich immer mal schauen in der Vorschau, ob unsere Einschätzung, also ob wir überhaupt schon mal eine Einschätzung dazu haben. Und in dem linken Bild meine Ersteinschätzung, ohne die Indikatoren zu sehen, ist, wir sind hier gerade an einem Punkt, wo sich ein potenzieller Widerstand befinden könnte. Das heißt, das wäre ein Setup, das würde ich mir gleich im MetaTrader mal genauer angucken. Und in dem rechten Setup ist das nicht der Fall. Also, wenn man da nach den Widerständen geht, hätte man mehr Luft. Also, vielleicht ist an dieser Stelle noch ein kleinerer potenzieller Widerstand, aber wir haben ja wenig Resistenz nach unten und aktuell befindet sich das sowieso in einem Abwärtstrend. Also, das heißt, tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Dementsprechend wäre ich hier schon mal negativer eingestellt bei dem AUD-Cut. Aber schauen wir uns mal den GBP-NZD an. Okay. Auf H1. Und was man jetzt sehen kann, wir sind hier gerade ja im freien Fall, würde ich mal sagen, von diesem Hoch an. Und zwar hatten wir, ja, man könnte schon fast sagen, ein doppeltes Top, also einfach ein Hoch, was sich nochmal später gebildet hat, nach so einem Hoch. Und von dort aus fällt der Markt jetzt erstmal. Wie gerade schon in der Vorschau gesagt, potenzieller Widerstand könnte hier unten sein. Das heißt quasi, die Linie, nach der wir gerade eben gefiltert haben, die wurde jetzt schon überrannt. Also der Kurs, der befindet sich gerade noch an dieser Linie. Das heißt, der Forex-Screener hat uns ein richtiges Ergebnis geliefert, aber das ist für unser Trading-Setup eventuell irrelevant, weil wir eben noch warten müssen, bis wir eine bessere Widerstandsbestätigung hier erhalten werden. In diesem Falle würde ich natürlich auch auf den kleineren Zeitintervallen mal gucken, beziehungsweise erstmal kann man auch mal rauszoomen, um zu gucken, wo stehen wir hier gerade? Gibt es hier noch weitere Widerstände, wo wir gerade vielleicht dran sind? Da sieht man hier natürlich einen potenziellen Widerstand in dem Bereich. Der auch ja, gerade eben angelaufen wurde. Und jetzt könnte man eben schauen, ob sich aus dieser Kerze jetzt ein Hammer bildet, was quasi für das Ende der Korrektur stehen würde und uns quasi Richtung Long bestätigen würde. Und wir können auch natürlich auf einem tieferen Zeitintervall gucken, ob wir vielleicht einen Bruch der Struktur schon haben. Das gucken wir uns gleich mal noch an. Und als drittes kann man auf jeden Fall auch noch die Fibonacci-Retracement-Linien sich zu Hilfe ziehen, um zu gucken, ob wir gerade an einem relevanten Level sind, wo was sich quasi mit diesem Widerstand überlappt. Das heißt, wir nehmen uns erstmal die Fibonaccis und ziehen die vielleicht mal über den gesamten Verlauf. Ja, und man kann hier eben schon sehen, wir sind hier am 38er Level dran. So, ne? Wenn man es über den gesamten Verlauf zieht, das bestätigt schon so ein bisschen Long. Das kann man sich gleich mal im Hinterkopf behalten für den Break of Structure. Und dann haben wir eben noch die Option, nur den letzten Push uns zu nehmen. Quasi, wo die letzte Bewegung losgegangen ist, das ist von hier. Und da befinden wir uns auch an dem 61,8er Level, auch ein relevantes Level, was genau angetippt wurde. Das sieht alles sehr Richtung Long aus. Dementsprechend würde ich auf ein tieferes Zeitintervall gehen. Und hier auf M5 haben wir gerade noch eine Abwärtsstruktur, also tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Und ich würde den Einstieg erst vollbringen, wenn wir quasi den Bruch haben und ein höheres Hoch.
im Markt sehen. Also wenn wir über diesen Hoch einmal geschlossen haben, dann würde ich potenziell Richtung Long einsteigen. Das Ganze kann man sich natürlich auf M15 auch nochmal angucken, aber hier sehen wir noch, ist das Ganze, sieht das Ganze noch, noch ziemlich short aus. Jetzt hier auf M5 auf den Bruch warten und dann könnte man Richtung Long sich positionieren und hoffen, das Hoch nochmal anzusteuern oder vielleicht das Hoch sogar zu brechen und den Stop-Loss dann natürlich am tiefsten Punkt hier zu legen, mit der Hoffnung, dass das eben nicht unterschritten wird. Okay, dann gehen wir nochmal in den Screener hinein. Und mit den Distanzen, da ist natürlich auch noch interessant die Distanz zu den Wolkenkomponenten, also der Senkuspan A und der Senkuspan B sind ja quasi die Bestandteile der Kumo. Und hier könnte man sich eben sowas suchen wie, wir suchen uns einen Markt, der quasi gerade genau an der Oberkante der Wolke ist oder eben sogar an der Unterkante ist. Je nachdem auch, welche Farbe unsere Wolke hat. Also ob die A-Linie der Wolke über der B-Linie liegt, quasi so wie hier in Orange. Und dann würden wir bei einem Aufwärtsmarkt eben schauen, dass wir an der oberen Linie uns gerade befinden für einen potenziellen Long-Einstieg, quasi auch als Resistance-Setup. Dafür müssen wir natürlich als zweites auch sagen, welche Farbe die Wolke haben soll. Also wir müssten zum einen sagen, die A-Linie liegt über der B-Linie und die Distanz zur A-Linie ist eben sehr gering. Und dann können wir mal schauen, ob wir dazu ein Ergebnis finden. Und ich würde diesen Indikator erstmal herausnehmen. So, und dann können wir sagen, der Kurs soll eben zu der A-Linie sehr gering sein. Und die Wolke, muss ich mal kurz mal schauen. Genau, der Kurs sollte über der Wolke liegen. Und dann haben wir hier auch noch eine Gruppe, die quasi nur Filter für die Wolke enthält, in der wir sagen können, die Wolke ist jetzt bullig oder bearish, heißt quasi A-Linie über B-Linie bei bullig und das möchten wir ja auch haben. So, damit hätten wir jetzt alles konfiguriert, damit uns der Forex-Screener dazu was finden kann. Und dann schauen wir mal in den Ergebnissen. Haben wir genau ein Ergebnis gefunden? Sieht hier auch in der Vorschau schon wieder so aus, als wäre er an einem dreifachen Boden, an einem ordentlichen Widerstand. Und wir schauen uns das Ganze mal im MetaTrader an. Okay, also erstmal, was wir finden wollten, haben wir gefunden. Der Kurs ist jetzt genau an der oberen Wolkenkante. Und jetzt weiß man ja natürlich nicht, ob der Kurs eventuell in die Wolke hineingehen wird, um dann quasi nochmal nach oben zu gehen, oder ob er jetzt direkt hier abprallen wird, um dann nochmal nach oben zu korrigieren, um dann vielleicht nochmal eine extra Runde in dieser Range zu vollbringen. Das weiß man nicht. Was man eben machen kann, in diesem Szenario ist, man könnte hier mit einem relativ kleinen Stop-Loss arbeiten, ne? Also relativ wenig Risiko haben, den Stop-Loss an die Unterseite des Bodens legen. Der Boden, den sieht man eben, der ist in dieser Area, ist ja hier drüben sogar auch, ja. Also hier hat man auf jeden Fall einen saftigen Widerstand und man könnte sich hier überlegen, weil die Struktur, die ist noch nicht wirklich gebrochen. Also wir haben ja noch keinen
keine Unterschreitung des Tiefs. Das heißt, theoretisch sind wir eigentlich noch long, aber wir sind auch schon relativ weit hochgelaufen, was dafür spricht, dass wir wahrscheinlich erstmal noch weiter korrigieren würden. Aber so ein Low-Risk-Setup wäre eben Stop-Loss an Unterseite oder vielleicht auch ein paar Pips drunter und den Take-Profit dann an der Oberseite der potenziellen Range zu setzen. Da hätte man auch ein relativ gutes CRV und das wäre auf jeden Fall einen Versuch wert. Okay, dann schauen wir noch mal rein in die Filter vom Forex-Screener. Und ich würde mal gucken, welche Filter wir jetzt noch nicht erklärt haben. Aber eigentlich sind wir durch alle Filtergruppen einmal gut durchgegangen. Das hier waren die Distanzfilter, die waren klar, die hatten wir. Dann hatten wir eben, welche Linie von den beiden Linienkomponenten über der anderen liegen soll. Das hatten wir als Beispiel gehabt. Und dann hatten wir den Kurs über der Kumo, hatten wir gerade auch als Filter genutzt. Die Wolkenfarbe, beziehungsweise ob die Wolke bullig oder bearish ist, hatten wir gerade auch als Beispiel. Und hier vielleicht noch mal als letzten Filter für die Erklärung. Hier könnte man angeben, ob die Wolke in der Zukunft, also quasi dieser Prognoseteil, den der Indikator mit sich bringt, ob diese dann auch bullig oder bearish sein soll. Und als erstes größeres Setup, also im Endeffekt geht es ja darum bei dem Ichimoku, dass diese verschiedensten Komponenten alle im Einklang miteinander sein müssen, diese fünf Komponenten. Und damit man sich eben den richtigen trendigen Markt herausfiltert, in dem man potenziell einsteigen kann, könnte man eben alle Indikatoren miteinander kombinieren. Also, dass man sagt, die Wolke, die muss Richtung Long zeigen, die Wolke in der Zukunft, da wo der Kurs eben noch nicht ist, über die nächsten 26 Perioden, die soll auch bullig sein, dann soll der Tenkan Sen über den Kijun Sen liegen, schnelle Linie über der langsameren. Und hier könnte man eben noch sagen, ja, Distanzfilter braucht man vielleicht nicht. Also das könnte man dann zum detaillierteren oder quasi um die Details festzumachen, könnte man es noch angeben. Und hier würde man vielleicht noch sagen können, dass der Kurs über der Wolke liegt. So. Und dann sollte man sich gut einen trendigen Markt, also man hat alle Filterkriterien für einen aufwärts gerichteten Markt eingegeben und dann können wir mal gucken, ob wir dazu was finden. Das heißt quasi, in der Vorschau wäre es jetzt so komplett falsch, wenn wir etwas finden würden, wo der Markt von oben links nach unten rechts geht. Weil das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eingegeben haben. Und hier sieht man entsprechend, hat man Long-Märkte und jetzt kann man eben schauen, wenn man in die Märkte geht, ob es dort noch weitere Punkte gibt, die für einen Long-Einstieg sprechen würden. Dann können wir uns den Markt nochmal angucken, USD-CAD. Da sieht halt alleine vom Ichimoku sieht der richtig gut aus. Also wenn man sich nur den Ichimoku-Indikator mal anguckt. Wir haben die Wolke, die ist bullig zum jetzigen Zeitpunkt und auch in der Zukunft. Wir haben den Tenkan Sen, die rote Linie liegt über der blauen Linie. Wir haben den Chikou Span, der liegt auch über der Wolke, über der Kumo. Und der wird anhand der Schlusskurse wird er dann eben auch noch weiter steigen. Also wenn man eben nur auf diese Indikation guckt, dann sagt er uns gerade Long. Jetzt muss man eben nur noch das Timing haben, quasi den Trigger. Und der Trigger sieht hier gerade auch gar nicht schlecht aus, weil wir hier ein, ist das eine Hammerformation? Ich kann es gerade
sehe es gerade nicht, ob das hier oben noch der Docht ist. Ja, okay, das ist ein Doji. Also wenn es jetzt ein Hammer gewesen wäre, dann könnte das schon ein guter Trigger sein. Weil es jetzt ein Doji ist, würde ich auf jeden Fall darauf warten, dass dieses Hoch noch überschritten wird für einen Einstieg. Und dann könnte das ein potenzieller Longtrend sein, der sich hier entwickelt. Wir haben auch ein höheres Tief, was sich hier rausgebildet hat. Und vielleicht haben wir jetzt so gerade genau die Korrektur nochmal, die Gegenbewegung, also die Erholung, damit er dann die Continuation da reingehen kann und dann quasi Richtung Long gehen kann. Okay. So nutzt man den Ichimoku-Indikator alleinig und mit dem Forex-Screener, aber ohne weitere Indikatoren sozusagen. Und ich habe auch noch ein Beispiel mitgebracht, wie man quasi den Ichimoku-Indikator auch noch kombinieren kann mit weiteren Indikatoren beziehungsweise einer weiteren Indikation. Und das würde ich hier auch noch mal kurz vorstellen. Kurz schauen. Okay, ich habe hier sogar zwei Trading-Setups. Das eine hatten wir jetzt aber eigentlich schon. Also das erkläre ich hier noch mal kurz. Und zwar haben wir diesen Trending-Markt. Und alle Ichimoku-Indikatoren haben quasi in die Long-Richtung gezeigt. Ne? Die Wolke ist orange und wir sind jetzt gerade genau in der Resistance drinne und haben dann eben diesen Hammer. Und der Hammer ist ja meistens das Zeichen dafür, dass die Korrekturbewegung vorbei ist. Also es ist meistens eine Indikation für Kursbewegung in die Gegenrichtung und dementsprechend könnte man dann in den Trend einsteigen. Also das ist nochmal das zusammengefasst, was ich gerade schon gezeigt habe. Darauf sollte man eben auch noch achten, dass die Chikuspan-Linie, die grüne Linie, über der Wolke liegt und die rote Linie, also die schnellere Linie, über der blauen Linie liegt. Das ist nochmal das erste Trading-Setup zusammengefasst, was wir gerade schon hatten. Und ein potenzieller Trade, den ich hier mal gescreenshottet habe, der könnte dann entsprechend so aussehen. Wir haben hier quasi den Kurs, der in die Wolke hineinläuft, haben diesen Hammer, diese Hammerformation und dann geht der Markt eben Richtung Short sozusagen. Ne? Und wichtig ist, dass die schnelle Linie zu dem Zeitpunkt eben unter der langsameren liegt und auch die Chikuspan-Linie unter der Wolke liegt. So. So könnte das erste Setup eben aussehen. Und jetzt haben wir das zweite Setup, was ich gerne noch vorstellen wollte, wo wir das Ichimoku-Indikatorensystem nochmal kombinieren und zwar mit einem Pivotpunkt. Also haben wir hier gelb gekennzeichnet den Pivotpunkt P und die allgemeine Situation ist erstmal, wir haben einen Abwärtsmarkt. Die Wolke ist über dem Kurs, sollte dann entsprechend auch die Bärenfarbe haben, also in unserem Falle lila sein. Chikuspan liegt unter der Wolke und im besten Falle hat eben zum Einstiegszeitpunkt liegt eben auch der Tenkan-Sen unter dem Kijun Sen. So. Und das ist das, was wir gerade schon besprochen haben. Zusätzlich kommt jetzt noch, dass der Kurs gerade sich an einem Widerstand befindet und der Widerstand ist der Pivotpunkt P in diesem Beispiel. Das muss jetzt nicht unbedingt der Pivotpunkt P sein, sondern kann auch ein anderer von den 7 Pivotpunkten sein oder kann natürlich auch eine Preismarke sein beispielsweise. Also es geht hier mehr um den Widerstand als um den Pivotpunkt P. Und wie das Ganze aussieht mit dem Trade, das habe ich hier auch nochmal gezeigt. Wir haben den aufwärts gerichteten Markt und dann kommt der Kurs eben drunter, nachdem er alle Kriterien erfüllt, trifft auf den Pivotpunkt P, prallt ab und man kann eben den Aufschwung mitnehmen. So.
Jetzt würde ich das natürlich nochmal zeigen, wie man das im Forex-Screener finden kann. Hierzu soll aber natürlich gesagt sein, das ist ein relativ seltenes Szenario. Also das tritt eben relativ selten auf, dass man es das so findet. Heißt im Umkehrschluss, oftmals, wenn man die Kriterien jetzt eingibt und live screent im Markt, dann wird man das oft nicht finden. Das ist eher ein Setup, worüber man sich benachrichtigen lässt. Das heißt quasi, wir haben eben die Möglichkeit, im Forex-Screener uns Setups anzulegen und dann zu sagen, jedes Mal, wenn dieses Setup eintritt, dann möchte ich gerne eine Nachricht empfangen. Das machen wir wie folgt. Wir können quasi, wenn wir alle Filter aktiv haben, so wie jetzt, dann können wir in die Filter-Setups gehen und können hier uns einfach einen Namen eingeben. Ichimoku Long, drücken auf Speichern. Und wenn wir jetzt diese Glocke aktivieren, wenn wir einmal raufklicken, man sieht, die ist jetzt aktiv, dann werden wir jedes Mal eine E-Mail erhalten, wenn ein Setup hinzukommt, was quasi alle Kriterien erfüllt, die wir hier abgespeichert haben. In unserem Setup, also um dieses Setup jetzt nochmal auf den Prüfstand zu stellen oder zu gucken, ob wir da was finden, würde ich einfach mal prüfen, indem wir nach den Pivotpunkten gucken. Können wir oben in der Suche eingeben, Pivot, und dann geht man in die Gruppe, Distanz zu Pivotpunkten auf Tagesbasis berechnet und sagt, dass die Distanz des aktuellen Kurses zu dem Pivotpunkt P relativ klein sein soll, also kleiner als 0,1%. Und dann kann man das einmal auswählen und gucken. Ah ja, und dann haben wir sogar ein Setup, was wir gerade sowieso schon gefunden haben. Okay. Sind jetzt hier zwar dicht dran am Pivotpunkt P, aber eben von der Unterseite. Also dementsprechend würde es eigentlich nicht zählen. Wenn man das Ganze noch genauer eingeben möchte im Forex-Screener, hat man hier auch die Möglichkeit zu sagen, der Kurs soll über dem Tagespivotpunkt P sein. Also er soll sich quasi von oben anschmiegen und dann hätte man dieses Ergebnis jetzt auch nicht gefunden, weil dort der Kurs eben von unten kommt. Aber das ist nicht so schlimm, weil man kann hier eben sehen, die Reaktion. Die hat hier sogar an einem anderen Pivotpunkt stattgefunden, und zwar am Pivotpunkt S1. Das ist diese hellblaue Linie, die eingezeichnet wurde. Und man kann hier sehen, dass der Kurs schon öfter an genau dieser Linie reagiert hat. Also hier einmal gab es eine dicke Reaction. Dann hier haben sich viele Hochs gebildet. Hier ist der Kurs abgeprallt. Und hier ist er jetzt auch nochmal reacted. Und das Ganze ist dann entsprechend als ja, guter Support zu sehen. So, zusätzlich kann man hier natürlich auch nochmal die Fibonacci Retracements anwenden und hier einmal rüberziehen, einfach um zu checken, wie das Ganze, an welcher Stelle das steht. Und es ist ja auch an dem 50er Retracement Level dran. Das heißt quasi noch ein Argument dafür, hier einen potenziellen Long-Einstieg zu machen und den Stop-Loss einfach unter dem gebildeten Tief zu legen. Und das Take-Profit könnte man dann eben an dem Hoch setzen, beziehungsweise weiter oben. Also muss man immer wissen, was ist so auch das Risikomanagement dahinter, wenn man jetzt einen relativ engen Stop-Loss hat und dort quasi 1% riskiert und dann das Verhältnis nimmt. Beispielsweise, wenn man ein Verhältnis von 1 zu 3 haben, dann kann man sich eben ausrechnen, die Distanz zum Stop-Loss mal 3 zum aktuellen Kurs und das Ganze dann eben den Take-Profit dorthin setzen, was man sich dort ausgerechnet hat. Okay, dann schaue ich mal, ob es hier noch Fragen gibt, erstmal soweit. Hier gab es eine Anfrage zur
unserer Facebook-Gruppe, die anscheinend gestellt wurde, aber noch nicht abgearbeitet wurde. Dem Ganzen würde ich gleich mal nachgehen nach dem Webinar. Das ist kein Problem. Für alle, die es noch nicht wissen, wir haben eine Facebook-Gruppe. Man erhält, sobald man seinen Zugang freigeschaltet hat im Forex-Screener, bekommt man eine E-Mail, wo man quasi auf den Link klicken kann, die zu unserer Facebook-Gruppe führt, der man dann beitreten kann. Das Ganze ist als Community- und Support-Gruppe gedacht. Das heißt, man kann da seine Fragen stellen, man kann Vorschläge und Ideen liefern, Anfragen stellen für neue Filter etc. und dort einmal reingehen. Also für denjenigen, den es interessiert, der kann dem Ganzen gerne nachgehen. Und wir arbeiten dann immer in regelmäßigen Zeitintervallen die Beitrittsanfragen ab. Okay. Ansonsten gab es erstmal keine weiteren Fragen. Das heißt, ich habe es anscheinend nicht ganz so blöd erklärt. Und wir haben einmal im Monat quasi immer ein Webinar, was wir zusammen mit FXFlat halten und haben dabei auch rotierende Themen, also Trading-Themen logischerweise, wo es um Bezug auch zum Forex-Screener geht. Also Themen, wo wir Filter meistens hinterlegt haben oder sich eben Filter gewünscht wurden. Ichimoku-Filter haben wir entsprechend drin. Hier haben wir weitere Themen aufgelistet, wozu wir auch schon Webinare gehalten haben und es auch die entsprechenden Filter im Forex-Screener gibt. Und für Sie vielleicht nochmal das Appell, falls es weitere Themen gibt, die Sie interessieren, wozu Sie gerne mal ein Webinar hören möchten oder auch weitere Filter, die Sie gerne integriert haben wollen im Forex-Screener, dann können Sie uns das gerne per Mail mitteilen an mail@forex-screener.de. Und wenn eben viele Leute nach den Filtern, nach den gleichen gefragt haben, dann setzen wir die auch um und dann erweitern wir den Forex-Screener. Ja. Alright, ansonsten war es das eigentlich vom Inhalt her alles, was ich heute gerne mit Ihnen teilen wollte. Und ich hoffe mal, dass das Thema verständlich rüberkam. Ich hoffe mal, dass ich Ihnen ein bisschen Inspiration mitgeben konnte und Sie vielleicht in dem Ichimoku-Indikatoren-System ja vielleicht eine gute Perspektive darauf bekommen haben und es für Ihr Trading nutzen können. Falls es dazu noch irgendwelche Fragen gibt, falls irgendwas unverständlich rüberkam, können Sie uns gerne das per Mail nochmal mitteilen. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche restliche Trading-Woche. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Manuel. Ich muss sagen, der Ichimoku war mir, muss ich zugeben, ziemlich unbekannt. Insofern konnte ich auch einiges mitnehmen. Ich hoffe, die Teilnehmer auch. Ich wünsche allen einen schönen Abend und ja, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, hören uns vielmehr wieder. Ja, alles Gute. Viele erfolgreiche Trades wünsche ich. Ciao. Ciao, ciao.